Heute soll es bei mir mal um den Wingman von Breitling gehen. Quasi so eine kleine Blackbox für euer Motorrad. Und zwar auch wirklich speziell um den Wingman, um diese Hardware. Weil Breitling stellt ja auch noch eine App zur Verfügung, die Connect-App. Die wird heute sozusagen nur drankommen, insofern sie gebraucht wird im Zusammenhang mit dem Wingman. Weil der funktioniert ansonsten relativ autark auch schon. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es um den Wingman von Breitling gehen. Kleine Blackbox sozusagen für euer Motorrad, die so ein paar Tricks drauf hat. Bevor ich einsteige, die allgemein gängige Warnung: Das Gerät habe ich also kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Breitling. Aber nichtsdestotrotz tue ich hier wirklich nur meine Meinung kund, habe also keine irgendwelchen Auflagen gekriegt, was ich da sagen soll und was nicht. Und dazu kommt eigentlich auch noch, dass jetzt im Prinzip nicht Breitling auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier machen wir ein schönes Video über das Ding, sondern ich habe wirklich von meiner Seite nachgefragt, ob ich da mal ein Testgerät kriegen kann, weil das Kästchen so ein paar Sachen drauf hat, die für mich echt spannend sind. Also komme ich aber gleich noch zu. Erstmal, wie gesagt, Wingman ist so ein kleines schwarzes Kästchen. Intern ist es quasi ein kleiner Linux-Rechner. Der hat auch noch wirklich ein Mobiltelefon oder mobilen Datenteil mit einer SIM-Karte verbaut, sodass er halt wirklich auch von sich aus kommunizieren kann. Und alles Mögliche an Sensorik und kann auch gegebenenfalls Daten vom Motorrad abrufen. Da komme ich aber auch später zu. Wenn ihr das Ganze kriegt, ist relativ unspektakulär. In der Verpackung ist halt neben dem Wingman selber drin eigentlich nur noch so verschiedene Möglichkeiten, um den zu befestigen in eurem Motorrad. Also Kabelbinder, so ein Klettband und auch so so eine Klettschleife, würde ich mal sagen, oder ein Kabelbinder aus Klett sozusagen, um das halt festzumachen. Und es kommt ein Kabel mit, was im ersten Sinne erstmal nur dafür sorgt, dass der Wingman mit Strom versorgt wird, aber auch eine Datenleitung zur Verfügung stellt. Das Standardkabel, was er kriegt, sind halt einfach zwei Klemmen, die ihr für Plus und Minus an die Batterie anklemmen könntet. Und das andere ist so ein gängiger Stecker, den habe ich schon öfters mal gesehen. Scheint irgendwas Genormtes zu sein, was auch viel bei Ladegeräten sozusagen auftaucht. Alternativ dazu könnt ihr bei Breitling auch noch andere Kabel bestellen. Jetzt habe ich ja gesagt Datenleitung, das heißt, der kann sozusagen auch mit dem Fahrzeug unter Umständen kommunizieren. Aktuell unterstützt wir da dieses OBD-Protokoll, heißt jetzt eigentlich. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum gesagt. Was ja mittlerweile eigentlich der Standard ist, auch bei Autos und bei Motorrädern mittlerweile halt auch. Und ihr könnt also bei Breitling da so ein Kabel, so ein Standardkabel sozusagen von dem Breitling auf OBD bestellen. Und dann haben aber wirklich nur die neuesten Motorräder jetzt wirklich einen OBD-Stecker oder eine Buchse in dem Fall, wo ihr es direkt dran anschließen könnt. Die meisten kochen da noch so ihr eigenes Süppchen. Und dann gibt es also nochmal einen Adapter passend zu eurem Motorrad auf diesen OBD-Stecker. Habe ich aktuell sogar im Einsatz, aber normalerweise, weil es bei meiner Diva auch immer gerne ein bisschen enger unterm Sitz zugeht, also nicht wie bei vielen anderen Motorrädern, die da das reinste Staufach da noch unterm Sitz versteckt haben, muss ich immer ein bisschen haushalten. Deswegen habe ich mich dann sogar entschieden und habe mir mein Kabel selber gebastelt. Habe also in meinem Fall diesen typischen Ducati-Diagnosestecker, den ich ja jetzt auch schon zweimal verwendet habe, A für
Das Ladegerät, da habe ich mir einen passenden Stecker dran gelötet. Oder nochmal eine zusätzliche USB-Steckdose, falls ich die mal brauche, habe ich mir auch eine gemacht, die dann auf der anderen Seite direkt diesen passenden Stecker hat, dass ich in die Diagnosedose anschließen kann. Und so habe ich mir jetzt da halt auch wieder einen besorgt. Das war so ein bisschen eine Herausforderung diesmal, weil sonst habe ich mir immer so ein fertiges Kabel für Ladegeräte geholt und das einfach abgeschnitten und dann halt an das entsprechende Teil angelötet. Da sind aber natürlich immer nur die zwei Kabel dran für die Spannung. Diesmal wollte ich aber auch, und das ist ja das zweite, was auf dem Diagnosestecker drauf ist, den CAN-Bus nämlich anzapfen, weil grundsätzlich der Wingman das auch kann. Und habe dann aber beim Duckstore habe ich so einen Stecker gefunden, wo alle vier Pins dabei waren zum Belegen. Und so habe ich mir dann halt das Kabel selber gestrickt, um es dann anzuschließen. So, nachdem das Ganze erstmal angeschlossen ist, wie gesagt, die Datenleitung würde ich jetzt mal als optional bezeichnen. Wichtig ist halt nur Strom und dann läuft dieses Kistchen eigentlich schon und kann die hauptsächlich oder die drei Hauptmerkmale schon mal komplett autark machen. Die Einrichtung, die restliche, ist relativ einfach. Also ihr braucht dann schon im Prinzip diese Connect-App, da wird es jetzt einmal zum Beispiel genannt, um quasi die Verbindung von dem Wingman zu eurem Account bei RideLink herzustellen. Dazu ist auf dem Wingman einfach ein QR-Code aufgedruckt, gleich zweimal. Einmal in Rot, den fressen die iPhones immer nicht sonderlich gerne. Und einmal noch typisch in Schwarz-Weiß. Der wird eigentlich sofort geschluckt und das stellt quasi die Verbindung her mit eurem Wingman zu dem Konto von euch bei RideLink. So, danach kommt dann eigentlich nur noch der Schritt, dass der Wingman kalibriert wird. Das heißt, da sind ja auch alle möglichen Sensoren drin, Neigung, also ein Gyroskop und so weiter, GPS-Empfänger. Und damit halt die Schräglage alles richtig gemessen wird und Beschleunigung und so weiter, müsst ihr halt einmal festlegen, wie rum ihr jetzt den Wingman eingebaut habt bei euch im Motorrad. Und danach führt er sozusagen eine Kalibrierung durch, dass er sagt, okay, jetzt müsst ihr dann halt wirklich in dem Moment auch auf dem Motorrad drauf sitzen, das schön gerade stellen, dass er sagt, so, das ist quasi die gerade Position vom Motorrad. Dann kalibriert er sich und damit ist es dann eigentlich schon erledigt. Und ab da funktioniert grundsätzlich der Wingman schon mal komplett autark. Die Connect-App braucht er dann im ersten Zuge erstmal nur noch, um Features von dem Ding zu aktivieren. So, und da kommen wir jetzt da halt wirklich zu den Sachen, die der Wingman von sich aus kann und die Sachen, die mich halt auch wirklich interessiert haben. Und da muss man natürlich dazu sagen, jetzt kann jeder da ankommen, vor allen Dingen, wenn man dann guckt, ich weiß gar nicht, aktueller Preis liegt, glaube ich, bei 299 Euro von dem Wingman. Bei Louis habe ich sogar gesehen im Angebot 250 Euro. Und wenn er den kauft, ist im ersten Jahr auch diese Datenrate mit dabei. Das heißt, ist ja wie gesagt eine SIM-Karte in dem Gerätchen verbaut, dass er halt mobile Daten schicken kann. Das funktioniert auch in ganz Europa aktuell, glaube ich. Ich blende hier mal irgendwie nebenbei so die Karte dann hoffentlich ein. Dann könnt ihr das sehen. Und da ist also wirklich die Daten fürs erste Jahr mit abgedeckelt. Ich glaube, für die Folgejahre sind das dann immer 29 Euro, die das kostet. Klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht erstmal viel. Ich finde es eigentlich recht fair, wenn man dann guckt, was das halt damit alles abdeckt sozusagen. Aber wie gesagt, komme ich gleich zu. Für die ersten drei Sachen, die ich jetzt dann nenne, kann natürlich jetzt jemand herkommen und sagen, oh, da gibt es aber auch eine App für, das kannst du aber billiger haben. Grundsätzlich ja, also alle Funktionen, die ich jetzt so der Reihe nach aufzähle, kriegt er auch einzeln irgendwie als App. Teilweise braucht er dann nochmal ein bisschen Hardware dafür. Aber ich finde halt in dieser Kombination ist das recht schick, weil man es halt wie gesagt alles in einem hat. Und für mich ein kleiner Vorteil wirklich, dass das autark läuft. Ihr müsst euch da nicht drum kümmern. Ihr müsst nicht gucken, dass ihr das Handy dabei habt oder ihr müsst nicht gucken, dass ihr die App startet und so weiter. Ein Punkt nämlich, mit dem ich jetzt da mal anfangen will,
ist das Tracking. Das heißt, die Box standardmäßig trackt erstmal mit und schickt quasi in dann bestimmten Abständen immer die Daten auf euren Account bei RideLink und dort könnt ihr im Nachhinein sozusagen eure ganzen gefahrenen Touren mit dem Motorrad sehen. Eine Sache, die mir dabei noch fehlt, habe ich aber schon gesehen bei denen auf der Ankündigungsliste sozusagen, beziehungsweise Feature Request Liste, dass man die gefahrenen Tour dann halt auch als GPX-Track exportieren kann. Die fehlt im Moment noch, das heißt, aktuell könnt ihr sie euch nur angucken erstmal. Aber für mich ist das halt so wirklich ein geiles Feature, weil ich stehe da drauf, ich zeichne ja auch ziemlich oft Fahrten auf. Im Moment mache ich das meistens mit der Riser-App, dass ich das habe, aber da ist so oft, dass ich dann halt losgeprescht bin und habe nicht aufgezeichnet oder irgendwas oder es hat irgendwas nicht geklappt. Hier brauche ich mir jetzt halt wirklich keinen Kopf mehr machen. Sobald sich die Kiste bewegt, wird aufgezeichnet und ich kann mir das nachher angucken. Und das Ganze könnt ihr dann natürlich, deswegen wird das halt dann auch als Live-Tracking sozusagen beworben, könnt ihr dann einschalten, könnt Leuten einen Link mitteilen, auf dem die dann quasi live mitverfolgen können, wo ihr euch gerade befindet. Ihr müsst dabei aufpassen, der Link, der gilt die ganze Zeit. Das heißt, wenn ihr einmal den Link geteilt habt mit irgendwelchen Leuten, dann können die immer wieder gucken, wo ihr gerade rumschwirrt. Das müsst ihr halt im Kopf behalten, wem ihr das Ganze jetzt wirklich teilt im ersten Sinne. Es kann sein, dass sich da nochmal was ändert. Ich meine, da waren auch irgendwelche Sachen noch geplant. Aber wie gesagt, aktuell ist das so, was ihr aber machen könnt. Ihr könnt das den Live-Standort könnt ihr wieder ausschalten. Dann wird das kann natürlich keiner gucken, wo ihr seid. Und wenn ihr das nächste Mal wieder anmacht, wird auch ein neuer Link erzeugt. Das heißt, damit könnt ihr dann halt wirklich sagen, so, jetzt will ich aber, dass die nicht mehr gucken können. Jetzt mache ich es einmal aus, mache es dann wieder an. Ihr habt einen neuen Link und dann könnt ihr wieder neu entscheiden, wer jetzt da wirklich was sehen soll. Also das sind so schon mal Sachen, wie gesagt, für mich der wichtigere Punkt eigentlich das Tracking. Und das Aufzeichnen finde ich klasse, vor allen Dingen, wenn jetzt dann halt noch das Feature irgendwann kommt, dass ich den GPX-Track exportieren kann. Das ist für mich der Knaller. Aber das ist für mich allein schon ein Feature, wo ich total drauf abfahre. Wie gesagt, ich mache das so auch ständig und von daher, dass ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf mehr darum machen muss, dass ich irgendwas vergesse, weil es halt viel mal mir so geht, oh, jetzt bin ich mit irgendjemandem mal wo lang gefahren, dem einfach nur hinterher gerannt und habe keinen Schimmer mehr, wo das war. Jetzt kann ich einfach immer gucken, ah, da ging es lang und kann mir dann wieder meine Highlights sozusagen da raussetzen und für später mal merken fürs Navi. Wie gesagt, für mich echt ein Killer-Feature. Andere werden mir jetzt so sagen, total Banane oder gar steil laufen und sagen, ich will ja nicht, dass mich das Ding die ganze Zeit trackt. Müsst ihr halt für euch wissen. So, warum habe ich das jetzt als erstes genommen? Weil es für mich irgendwo so ein bisschen die anderen darauf aufbauen. Zweite Sache, die ich halt wirklich interessant finde und nach der ich halt auch aktiv geguckt habe, was es da so gibt, ist Diebstahlwarnung. Und da mache ich schon hier so das Gänsefüßchen, weil es ist relativ einfach, schlicht und ergreifend, wenn ihr die eingeschaltet habt, das heißt, das könnt ihr auch wieder in der Connect-App, könnt ihr ein- und ausschalten, die Diebstahlwarnung, dann wird halt schlicht und ergreifend euch eine Benachrichtigung geschickt, in dem Moment, wo sich das Motorrad bewegt. Das heißt, ich glaube, auf der Webseite steht sogar, sobald jemand euer Motorrad anfasst, geht das los. Also ganz so extrem ist es nicht. Aber es ist schon ziemlich empfindlich. Also es reicht teilweise schon, wenn jemand wirklich mal am Motorrad nur so ein bisschen draufklopft oder rüttelt, dass das schon von den Sensoren erkannt wird. Und dann dauert es ein paar Minütchen oder noch nicht mal eine Minute. Und dann kriegt er eine Benachrichtigung. In meinem Fall, ich kriege die zum Beispiel auf dem Handy jetzt geschickt, in der App drin. Und seit neuestem in der App gibt es auch so einen News-Bereich, da könnt ihr die auch nachverfolgen. Im Prinzip könnte da jetzt, würde das jetzt sozusagen nur aktiv schalten, wenn ihr es halt wissen wollt, wenn ihr euer Motorrad irgendwo geparkt habt oder sowas,
den einmachen. Ich bin da so ähnlich wie der Stefan von RideLink auch. Ich bin da zu faul. Ich habe das eigentlich ständig an. Ich kriege dann natürlich auch eine Benachrichtigung in dem Moment, wo ich drauf steige aufs Motorrad. Aber letztendlich ist mir das wurscht. So weiß ich halt, das ist immer an. Und wenn ich selber fahre, dann weiß ich ja, ja genau, es hat sich bewegt, weil ich drauf sitze. Und ansonsten kriege ich halt auf jeden Fall mit, okay, da tut sich was. Und das ist ja wiederum nur die halbe Miete sozusagen, weil basierend auf dem, was ich vorher erklärt habe, mit dem Tracking, heißt es ja auch, wenn sich euer Motorrad bewegt, sobald das anfängt, wird aufgezeichnet und wird getrackt, wo es hergeht. Das heißt, im Prinzip, wenn ihr eine Nachricht kriegt, hier, euer Motorrad bewegt sich und ihr guckt und es ist weg, dann könnt ihr theoretisch zur Polizei gehen, könnt ihnen genau sagen, ah, wo es jetzt ist. Das ist ja eine Sache. Aber was ich halt geil finde, ihr könnt ja im Prinzip sogar nachverfolgen, woher, wo die langgefahren sind sozusagen mit eurem Teil. Und selbst wenn sie sie aufgepackt haben oder irgendwo einen Hänger geschlagen haben, dann rüttelt das, glaube ich, genug, dass die halt Aufzeichnung macht in dem Moment und dass man auch nachverfolgen kann, wo die überall waren. Und das könnte ja für die Polizei unter Umständen auch interessant sein. Da müsst ihr dann natürlich überlegen, wenn ihr es jetzt wirklich als Diebstahlschutz benutzt. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn jemand euer Motorrad klaut, hat er, glaube ich, erstmal was Besseres zu tun, als unter die Sitzbank zu gucken. Nichtsdestotrotz, wenn ihr es natürlich so richtig als Diebstahlschutz haben wollt, dann solltet ihr dann natürlich irgendwie gucken, dass er die Box ein bisschen versteckt, dass die nicht gleich sichtbar wird, wenn jemand den Sitz abmacht vielleicht. Aber ansonsten finde ich das halt schon... Ich weiß nicht, das gibt mir so eine gewisse Ruhe sozusagen, dass man immer weiß, falls mal was schief geht, dann kriegt man irgendwie raus, wo das gute Stück im Moment gerade rumschwirrt. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant, wie es jetzt mit der Spannungsversorgung da aussieht. Generell, der Wingman hat eine kleine Batterie eingebaut, aber die ist natürlich nicht gedacht, um das Teil zu betreiben. Also generell muss das Ding an Strom angeschlossen werden. Es ist jetzt immer so ein bisschen, ich meine, die Empfehlung, wenn ich so richtig im Kopf habe, ist, dass man es an geschalteten Strom anschließt. Das heißt, dass er nur Spannung kriegt, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Was natürlich immer so ein Ding ist. Ich glaube, in den Anleitungen steht drin, dass der Wingman mit der Batterie 4 Tage durchhält. Und ich habe dann extra nochmal nachgefragt. Er ist dann also auch immer noch so voll, dass wenn jetzt nach 4 Tagen jemand anfängt, das Ding zu bewegen, dass er noch tracken kann oder dass er zumindest diese Warnung raushaut, dass sich das Motorrad bewegt und hoffentlich dann auch noch ein bisschen Standort liefert quasi. Aber natürlich, wenn es darauf rausgeht, dann würde ich halt wirklich eher natürlich auf die dauerhafte Stromversorgung von dem Ding setzen, was auch automatisch der Fall ist, wenn ihr diesen OBD-Stecker benutzt. OBD-Stecker. Weil da ist Dauer Plus drauf sozusagen. Wenn ihr da dran angesteckt habt, ist das Ding dauernd an. Und dann kommt natürlich so das nächste Bedenken, wie lange hält jetzt da eure Batterie durch mit dem Wingman dran. Und da gibt es also auch neben vielen anderen Videos auf der RideLink-Webseite gibt es auch eins drüber, ich glaube 5 mA zieht der Wingman, wenn er im Schlafmodus ist. Das heißt, wenn das Teil sich eine Viertelstunde oder so nicht bewegt, dann schläft er ein und wird halt erst wieder wach, wenn sozusagen diese Sensoren irgendwelche Meldungen gibt oder einmal am Tag, weil da aktualisiert er zum Beispiel auch die Spannungsanzeige, die ihr in der App sehen könnt und in der auf der Webseite. Wie gesagt, das wird halt immer dann aktualisiert, wenn jetzt der Wingman wach ist und selbst wenn euer Moped jetzt steht, wird zumindest einmal am Tag, wird er kurz wach und aktualisiert sozusagen diesen Batteriestand, dass ihr den halt angucken könnt auf der Webseite oder in der App. Finde ich für mich jetzt auch wiederum recht praktisch. Ich meine, das ist so ein bisschen erzeugt ein Problem, was er vielleicht ohne den nicht hättet, aber ich glaube, ganz so wild ist es dann doch nicht.
Wenn ich jetzt so überlege, dass dann im Winter meine Kiste bei meinen Eltern in der Scheune steht, 2, 3 Kilometer weit weg, und mich packt es dann mal wieder und ich will fahren, kann ich halt schön in der App kurz nachgucken oder auf der Webseite kurz nachgucken, hier, wie sieht es mit der Batterie aus, muss ich einplanen, dass ich die erst noch mal vorher ans Ladegerät hänge, oder schickt das noch, dass ich jetzt so direkt draufsteige und mal losrennen kann. Finde ich auch ein recht praktisches Feature. Aber wie gesagt, ihr müsst halt damit dran denken, dass das nicht kontinuierlich gemacht wird, sondern dass er zumindest einmal am Tag aktualisiert wird. Ich meine, ich habe im Kopf, dass da auch ein Feature noch geplant ist, dass ihr nicht nur den aktuellen Wert seht, sondern dann auch so einen Graphen, wie sich die Batterie so verhält, könnte dann auch für die Planung recht interessant sein. So. Kommen wir zu dem dritten Feature, was wiederum autark funktioniert, was ihr auch wiederum über die Connect-App aktivieren könnt und was auch für ein Jahr sozusagen automatisch mit dabei ist beim Kauf und was dann halt in diesem 29-Euro-Paket drin ist, und zwar sozusagen E-Call, also der Notruf, der abgesetzt wird, falls zum Unfall kommt. Das heißt, die Sensoren und sowas, die registrieren wiederum alle möglichen verdächtigen Sachen, und wenn da irgendwas ist, dann löst das Ding einen Notruf-Call aus. Dafür könnt ihr halt eure Daten, das heißt, in dem Moment, wo ihr diesen E-Call aktiviert, müsst ihr dann eure Kontaktdaten angeben, die halt auch wirklich nur dann weitergegeben werden, wenn halt dieser Notruf ausgelöst wird. Und das geht wirklich an ein entsprechendes Callcenter, was das abarbeitet. Ich habe mich da auch mit dem Stefan mal drüber unterhalten schon, wenn es halt auch darum geht, wie sieht es aus mit dem Abbrechen. Das heißt, wenn ihr die App aufhabt und der E-Call wird ausgelöst, dann könnt ihr den, soweit ich das verstanden habe, über die App auch wieder abbrechen. Ich habe es jetzt natürlich mal noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, aber das soll so funktionieren. Und die gucken auch erst nach. Das heißt, wenn der E-Call jetzt durch eine größere Erschütterung ausgelöst worden ist, aber letztendlich gar nichts ist und ihr weiterfahrt sozusagen, dann sagen die im Callcenter, okay, falscher Alarm, und löschen den sozusagen wieder. Wenn er aber wirklich da stehen bleibt und das Ding hat ausgelöst, dann versuchen die euch auch anzurufen. Kontaktdaten haben sie ja sozusagen von euch. Und wenn da halt nichts kommt, dann wird wirklich Notruf ausgelöst. Und die sind halt entsprechend mit den ganzen Leitstellen und so weiter verbunden. Ich habe jetzt auch nur von einem Gespräch im Kopf, dass da wirklich schon der Stefan erzählt hatte, dass dann halt diese Mannschaften da ausrücken und versuchen, einen zu finden. Da war es dann damals trotzdem noch ein falscher Alarm irgendwie, weil der mit seiner Kiste im Enduro-Park war oder so. Also, da passiert aber auf jeden Fall was, und da steckt natürlich dementsprechend auch ein ganz schöner Aufwand dahinter, und deswegen, zurückkommend auf das, was ich am Anfang mal gesagt habe, finde ich diese 29 Euro gar nicht übel, wenn man überlegt, ihr habt sozusagen eine SIM-Karte mit Daten drauf, die halt dafür sorgen, dass ihr kommuniziert könnt oder dass euer Wingman kommunizieren kann, Daten rausschicken kann, und dann halt diese Notruffunktion, was ja auch bezahlt werden muss, das Callcenter und so weiter. Von daher finde ich den Preis eigentlich schon echt fair. Jetzt können natürlich einige sagen, ja, was ist jetzt aber, wenn du keine Datenverbindung hast mit dem Notruf? Also im Zweifelsfall, wenn sozusagen keine Datenverbindung da ist, dann wird es per SMS rausgeschickt. Und das, also in irgendeiner Form Empfang müsst ihr natürlich haben, aber im Zweifelsfall schickt der Wingman das halt, wie gesagt, dann per SMS raus. Dass aber so sichergestellt wird, wenn ihr auch nur irgendeine Art von Verbindung habt, dann wird das Ganze losgeschickt. So, und damit haben wir jetzt quasi schon mal 3 von den 4 Punkten abgehakt, weswegen ich so scharf war, das Teil mal auszuprobieren. Wie gesagt, Live-Tracking, Diebstahlmeldung und Notfall oder Notrufsignal. Und das 4. ist jetzt leider auch der Teil, der bei mir aktuell noch nicht funktioniert. Und da kommen wir zurück auf die Datenleitung. Wie gesagt, generell
generell, der Wingman kann mit Geräten, mit eurem Fahrzeug kommunizieren. Aktuell macht er das über diesen OBD-Standard, beziehungsweise OBD-2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ist natürlich immer noch viel Raum, viel Luft, dass das funktioniert. Weil es ist zwar generell ein Standard, aber er wird halt von verschiedenen Herstellern da doch ein bisschen anders umgesetzt. Und deswegen läuft es unter Umständen nicht auf Anhieb. Ich habe jetzt da mit meiner Diva so ein bisschen Pech, dass er im Moment sich noch sträubt, mit dem Wingman zu sprechen. Da hoffe ich, dass das... da findet jetzt ein Event statt von Ridelink in Frankfurt, wo sie halt mal gefragt haben, hier, kommt mal vorbei. Wir wollen mal sozusagen uns an euren Stecker da dranhängen, mal gucken, was eure Motorräder so erzählen, um dann halt im Zweifelsfall Verbesserungen an der Firmware zu machen, dass mehr und mehr Motorräder erkannt werden. Und wenn nichts dazwischen kommt, versuche ich da natürlich hinzufahren und dann hoffe ich drauf, dass... sie meiner Diva auch ein bisschen Daten entlocken können und dann entsprechend in der nächsten Firmware-Version ich dann die Funktion auch nutzen kann, weil auf die, muss ich gestehen, bin ich eigentlich am meisten scharf. Also das macht mich so richtig an. Hauptsächlich für Fehlerspeicher auslesen. Also da hatte ich es ja jetzt wirklich schon zweimal. Einmal bei diesem Navigon-Event, dass ich irgendwo mitten in der Pampa stehe, Motorleuchte geht an, Notfallprogramm springt an im Motorrad und das Ding blinkt und zeigt dir irgendeinen Error und du weißt nicht, was los ist. Und wenn das halt funktionieren würde, dass ich dann halt wirklich von der App sozusagen über den Wingman eine gescheite Fehlermeldung da rauskriegen würde, die mir irgendwas sagt. Bei mir war es zweimal eigentlich hier der Gasgriff gewesen, der dafür gesorgt hat, dass die Kiste in Notfallmodus gegangen ist. Sowas hilft in dem Moment, glaube ich, schon ungemein. Also da, wie gesagt, habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Testhalber habe ich das Teil mal mit dem Standard-OBD-Kabel an mein Auto angeschlossen. Da habe ich zumindest schon mal was gekriegt. Also da ist definitiv da, dass das Ganze funktioniert, dass der Daten empfangen kann. Auto ist allerdings auch eine ganze Ecke neuer. Mein Motorrad ist so gerade an der Grenze zu dem Zeitpunkt, wo das halt bei Motorrädern dann auch so langsam konsequent umgesetzt wurde. Deswegen Hoffnung habe ich noch ein bisschen. Sie hat auf jeden Fall einen CAN-Bus und ja, ich hoffe halt drauf, dass das Ganze noch irgendwie zum Laufen gebracht wird hier. Wie gesagt, grundsätzlich ist das schon ein Riesenriss, aber halt für mich auch, denke ich mal, ein Riesenpotenzial. Ihr müsst natürlich dann überlegen, auch wenn das ein Standard ist, wie gesagt, jeder setzt es noch ein bisschen anders um. Und so wie ich mitgekriegt habe, haben sie zum Beispiel von BMW irgendwie diesen ganzen Dokumentation gekriegt, wie was die wirklich alles senden, was man abfragen kann, was man gegebenenfalls auch schreiben kann in das Teil. Weil generell über diesen CAN-Bus kann ja auch die ECU programmiert werden. Also theoretisch ist da halt alles möglich mit dem Teil. Von irgendwelche Fehler zurücksetzen bis hin wirklich zur ECU zu programmieren. Also die ganze Einspritzung und Drosselklappensteuerung und was weiß ich was. Bevor da jetzt irgendwelche Panik schieben, das geht natürlich ganz und gar nicht einfach. Weil wenn ich das jetzt so beim Googlen richtig gefunden habe, ist quasi das Programm in der ECU sozusagen verschlüsselt. Das heißt, da brauchen wir dann auch nochmal einen speziellen Schlüssel für, damit man überhaupt ein Update da reinschreiben kann, bla bla bla. Wie gesagt, für mich ist aber eigentlich interessanter wirklich Sachen wie Fehlerspeicher auslesen und anzeigen. Neben so Sachen, was halt in dem Dashboard, wenn er in der App das Dashboard aufruft im Moment, dann könnt ihr schon sehen, was möglich wäre, wären die Gasstellung, wie viel Gas gegeben wird, wie die Motorlast ist, Temperaturanzeigen, alle möglichen, Ganganzeige, Drehzahl, whatever. Das sind alles Sachen, die theoretisch möglich sind, darüber auszulesen. Und ich bin dann schon mächtig gespannt, ob ich das vielleicht noch irgendwie da zum Laufen kriege und wenn, was dann alles dabei ist. Und
Das funktioniert dann zum Beispiel auch per WLAN, also dieses Dashboard, was er in der Connect aufruft, das verbindet sich dann, da verbindet sich die App per WLAN mit dem Wingman und kriegt dann sozusagen die ganzen Daten zugefeuert. Und das ist eigentlich so für mich auch im Moment der einzige Kritikpunkt, den ich so habe, weil, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber diese WLAN-Lösung finde ich einfach krätze. Ich weiß, warum es gemacht wird, weil es halt von der Programmierung und von der Handhabung eine ganze Ecke einfacher ist, wie das Ganze über Bluetooth zu machen. Zumal bei Bluetooth ja auch immer diese Lizenzierungsgeschichte da, glaube ich, noch mal extremer mit reinspielt. Also das ist immer gleich ein bisschen ein Riss, wenn man das benutzen will. Aber nichtsdestotrotz, ich finde halt diese ganze Chose über WLAN machen einfach krätze. Zumal ich halt WLAN im Zweifelsfall für andere Sachen brauche. Ja, ich will, dass mein TomTom mein Handy als Hotspot benutzen kann, um Verkehrsmeldungen abzukriegen oder solche Sachen. Und so blockiere ich mir mit dem Dashboard meine WLAN-Verbindung. Aber das ist wirklich so im Moment der einzige Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe dabei. Und eine Sache, die noch zu guter Letzt dazu kommt und natürlich den Spielreiz in mir wieder so ein bisschen weckt. Generell ist das Büchschen ja ein Linux-Computer und es gibt auch eine API von Ridelink, die interessierten Leuten zur Verfügung gestellt wird. Da hängt noch ein bisschen was dran, wo ihr aber grundsätzlich hergehen könntet und euch selber Erweiterungen auf das Ding noch draufpacken können. Das heißt, selber entscheiden, ich will bestimmte Daten haben und die will ich dann zu gewissen Zeitpunkten an eine Adresse geschickt kriegen und dann könnt ihr dort halt irgendwelche Auswertungen mitmachen. Das will ich demnächst vielleicht auch noch mal ausprobieren, aber da hängt dann natürlich noch ein bisschen mehr dran. Aber das zeigt eigentlich schon, dass in dem Kistchen noch einiges an Potenzial drin steckt, wenn jetzt da halt wirklich andere interessierte Entwickler mit guten Ideen um die Ecke kommen, können sie quasi den Wingman auch benutzen, um da noch Erweiterungen dran zu packen. Da bin ich mal gespannt, ob da demnächst noch irgendwas kommt. Und auch Ridelink selber sind natürlich ständig noch am Ausbauen davon. Und da habe ich jetzt ja auch bei der Connect-App, habe ich ja, wie gesagt, jetzt nur die Teile jetzt wirklich mal genannt, die direkt was mit dem Wingman zu tun haben, um halt irgendwas ein- auszuschalten, zu kalibrieren und so weiter. Ansonsten arbeitet er ja komplett autark, was ich halt auch wiederum immer noch den Knaller finde, dass man sich eigentlich sonst nicht drum kümmern muss um das Teil. Und die drei Aufgaben, die macht er halt einfach so, ohne dass man einen Gedanken dran verschwenden kann. Aber die App an sich, die hat auch noch mal einiges an Sachen versteckt da drin. Und deswegen werde ich der dann, glaube ich, auch noch mal ein eigenes Video gönnen. Und was ich halt generell, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt am Anfang, halt wirklich toll finde, dass es bei denen eine Seite gibt, wo man auch sehen kann, an was gearbeitet wird, was demnächst so kommen soll. Und auch so halbwegs mit dem Datum. Ich meine, viele Firmen trauen sich das halt gar nicht, weil man immer weiß, die Termine verschieben sich hin und zurück. Damit rechne ich auch, aber dass man halt überhaupt mal so eine richtig schöne, transparente Kommunikation kriegt, was an was gebastelt wird, was demnächst so kommt, das finde ich halt echt eine feine Sache. Und das soll es dann auch gewesen sein mit meinem ersten Erfahrungsbericht mit dem Wingman. Wie gesagt, es kommt auf jeden Fall dann nochmal ein Video zu der Connect-App. Und ich denke mal, sobald sich hier was tut mit dem OBD2, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden und mal gucken, falls ich irgendwas zustande bringe, wie dieser API zu basteln, dann werde ich da auch nochmal drüber berichten. Tja, aber ansonsten soll es das für diese Woche erstmal wieder gewesen sein. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.